Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir uns, soweit das Raumschiff angeschaut, die ersten paar Minisachen gemacht und sind nun auf dem Weg zur allerersten Galaxie. Ich würde sagen, los geht's! Eier Planet Galaxie heißt diese. Das sieht mir ja mal sehr nach einem Jasse-Ei aus. Ich bin gehypt. Los geht's. Dorthin fliegen. So sieht's aus. Sammeln wir unseren ersten Stern. Dino-Piranha auf dem Eierstern. Okay. Ja, ist das schön. Für Kindheit. Okay, ich sag's das, Leute. Dieses Game ist so. Kann ich damit umbringen? Nee. Könnt ihr damit theoretisch nur temporär lahmlegen jetzt all. Dieses Game ist so Kindheit pur, sag's alles. Ah, da geht's runter, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß halt nie, ob man da runter sollte, ob man es wieder lassen sollte. Lieber nur an solchen Stellen hier geht. Oh, hier wird es auf einmal ein bisschen böse. Dunkel. So, das sind alles Gimmicks, die wir gerne einsammeln. Ich glaube, die verschwindet nach einer Zeit, oder? Jawohl. Deswegen sammeln wir sie einfach mal lieber so, bevor sie verschwindet. Und da gibt es Items. Wenn ich es aber packen würde, einen zu bekommen. Nee, hier gibt es nur Sternblöcke. Boah, aber einige. Du kannst in den Galaxien verstreute Sternteile aufsammeln. Ja, das weiß ich. Mit einem Sternzeiger. Berührst. Genau. Okay, 50 ergeben ein One-Up. Das ist gut zu wissen. Aber ein Up wäre das nicht im Game. Viele brauchen. Sehr, sehr viele. Wird das halt. Sagen wir, die schauen einfach mal rein in das Haus hier, ne? Fitness. Geben wir mal so einfach auf die andere Seite. Und schauen mal hier rein. Ah, ich bin kein guter DJ. Jawoll, haben wir es auch in das One Absin. Oh shit, das verschwindet mit der Zeit, oder? Boah. Dappe Kist. Noch viel länger hätten wir nicht aber warten dürfen, so. Ich würde ganz gerne diese Dinger da einsammeln. Hoffentlich geht dies wohl nicht. Hm. Achso, sehr klar, jetzt müssen wir erst wieder nach unten kommen. Ich muss mir hier lang. Sie ist ein S-Wild gemacht, wird wir hier eben und alles ist wahnsinnig aufwendig. Ich glaube, sowas zu produzieren. Und die haben das damals 2007, muss man auch mal überlegen, ne? Das war nochmal eine ganz, ganz andere Zeit. Wie dieses brillante Game einfach erschienen ist. Das ist wirklich geisteskrank. So, ich würde einfach mal gefühlsmäßig hier hochgehen, dann schauen wir doch mal, ja, was kommt. Ah. Hab so etwas anderes gerastet, aber so ein Block mit Sternen. Das ist auch was Schönes. Gucken wir doch mal hier rein. Ah, und hier sind wir wieder auf unserer schönen Seite. Und da haben wir ihn doch in der Stern. Der uns weiterbringt. Ja, ein Stück weiter ist ein Freund von mir, wie alt ist. Okay, reisen wir doch mal weiter. Und hier müssen wir die Sternteile zusammensuchen. Ich sehe schon. We gonna do this. So. Outs. Ach, wie das ohne uns von so einem fetten Stein
sie überrollen. Das wäre eventuell eine Idee wert. So, uns fehlen noch zwei Teile. Who knows where they are? Okay, eins davon ist hier. Und ruckzuck. Da ist das letzte. Okay, da müssen wir also lang. Also, umdrehen. Let's go. Jawohl, ein One-Up, was will man mehr? Aber bei den Dingen muss man ganz schön aufpassen, weil diesmal ist mal ganz schön übel. Aua. So, du bist mir auch böse, du gehst weg und du gehst mir ebenfalls weg. Jawohl, diese Ranke ist sehr wichtig. Ui. Oh, hier sind so piekse Dinger, die sollte man vielleicht lieber nicht, nicht mit in Berührung kommen. Wäre ein bisschen unangenehm, falls man es doch kommen wird. So, die können einen ganz schön, Man muss damit so einen Stein zerstören. Aua. Mein Gott, das sollte man jetzt nicht machen, das war eigentlich echt dumm von mir. Bin ich da gerade runtergefallen, wirklich? Der Mist hat mich halt auch noch ein Leben gekostet, ne? Wird später so noch oft genug unnötigerweise Leben verlieren. Nicht mehr gerne rumbrüllen wie sonst was. Der ist so krass, man da den Abgrund und alles mögliche. Oh. Dachte, könnte mal reingehen. Woher soll ich das denn wissen? Aha, da geht's also weiter mit der Ranke. Okay, okay. Da sammeln wir mal alles ein und auf jeden Fall noch eine Münze. Aha. Wer weiß, was hier entlang läuft. Weiß nicht, was wir bekommen sollten. Ich hab's irgendwie so ein Gefühl. Vielleicht auch nicht. Ist ja auch Wurst. Danke dafür. Digga, ich bin doch auf das Teil draufgesprungen. Das ist manchmal auch so eine Sache, die ich ganz schön sass finde. Die im Galaxy Game, du tretest auf dir drauf und trotzdem... Weil ich bin irgendwie noch gehittet. Naja, richtig bescheuert. An und für sich. Also was passiert da leider auch. So, und hier haben wir ein Yossi-Ei, jawoll. Beziehungsweise, nee, es ist nicht mal ein Yossi-Ei. Es ist ein Ei von etwas Bösen. Bösen müssen leider Gottes auch gleich herausfinden. Und was, das war dumm. Sagen, wir finden es heraus. Let's go. Hä? Ich bin verwirrt. Da leuchtet was, ist mir schon klar. Aber ich kann damit nichts tun. Help! Was soll man hier machen? Ich bin gerade verwirrt. Ah! Das war's. Da muss auch immer drauf kommen, wenn es nicht funktioniert dreimal.
Dann beim vierten Mal als Hunst. Oh, Digga, ich bin doch da jetzt auf die Seite gegangen und will mich eigentlich komplett verarschen. So, schön, die eine Münze ist auch weg, die ich vorhin rausgebüttelt habe. Min, was will man mehr? So, jetzt ist das Teil zum ganzen Gasdeck. Aber ich glaube, das Überleben ist jetzt, wird jetzt nicht so eine sichere Geburt werden. So, und jetzt ist richtig pissig. Das sind immer diese Evolutionsstufen. Shortcut, bam, und ist es halt weg, ne? Das ist es! RIP an dieser Stelle. Also für das Teil. Ja. Nicht für mich. Hab halt einfach Wessi losgeschickt und statt Wessi einzusammeln. Oder so eine Mischung aus beiden. Das ist eigentlich ein bisschen dumm. Egal, hol mal einfach einen Stern, das passt. Uhuhu, Sterne halten. Jawoll, jawoll. Du hast einen Stern erhalten. Ja, supi, so muss das. Und das Ganze speichern wir auch mal an dieser Stelle. Es wird gespeichert. Das ist doch supi. In dem Sinne, liebe Leute, bedanke mich beim Zusehen von dem Part von Super Mario Galaxy. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut, bis dann. Ich bin raus. Und ciao.